Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der große Marktausblick mit Mare Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von CapTrader und FX Lead. Ich freue mich sehr, dass auch bei dem guten Wetter so viele wieder dabei sind. Und wir machen dann direkt mal weiter mit dem Risikohinweis. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken, ganz wichtig. Und noch wichtiger ist, dass Sie Ihre eigene Entscheidung treffen müssen. Ja, das immer bitte beachten. So, dann begrüße ich auch nochmal offiziell den Mario. Übrigens sehen Sie hier auch nochmal die CapTrader-Seite und wir werden auch hier ein neues, eine kleine Webinarreihe bzw. ein Webinar mit Julian Bönig auch demnächst veranstalten. Der Mario kennt ihn auch sehr gut. Und das ist wohl wahr, der arbeitet schon seit über 4 Jahren für mich, also von daher Supermann. Sehr gut. Okay, dann Mario, dann gebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Spaß und wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. Alles klar, so, dann schaue ich gerade, dass ich den richtigen Monitor, das richtige Monitorbild habe. So, ich hoffe, ihr seht jetzt meine Webseite und ich bin auch laut und deutlich zu verstehen. Jawohl, perfekt, dann legen wir auch sofort los. Ja, der Julian, das Bild, was wir gerade gesehen haben, der arbeitet schon seit 4 Jahren für mich, macht bereitet fast alle Vorträge von mir vor. Und ist halt sehr, sehr tief auch in der Materie drin. Er war einer der ersten Coaches, die ich vor 4 Jahren hatte. Und von daher kann ich es jedem nur empfehlen, der sich mit dem Thema Dividende auseinandersetzen möchte, dieses Webinar dann auch zu nutzen. Ja, starten wir mit dem Wochenausblick beziehungsweise dem großen Marktausblick. Wir machen es heute wieder gern so, dass wir kurz über die Märkte schauen und wir dann natürlich auch gerne Aktien oder Indizes, Devisenpaare, die euch interessieren, natürlich dann uns genauer anschauen. Und ja, starten wir einfach mit dem, was erstmal wichtig ist, den Risikohinweis. Den habt ihr ja vorhin schon gesehen. Der Nelson hat ihn ja freundlicherweise auch schon eingeblendet. Welche Termine stehen in dieser Woche an? Sind kursrelevant? Das ist eigentlich eine der wichtigen Themen immer, gerade für alle die, die auf kleineren Zeiteinheiten vor allen Dingen unterwegs sind. Wenn man auf Tag-Stunde handelt, sind die Termine nicht ganz so wichtig, aber gerade für alle die, die kurzfristiger agieren, hauptsächlich Intraday Trades, da sind natürlich Nachrichten extrem wichtig, sowohl Wirtschaftsdaten, die wir hier bei den wichtigen Terminen ja regelmäßig auch zeigen. Das sind die, auf die wir bei uns immer im Haus achten. Darüber hinaus kommen natürlich noch die ganzen Nachrichten und News von Einzelaktien, die die Kurse bewegen, wovon wir in den letzten Wochen immer wieder sehr viele gesehen haben, sei es Wirecard gewesen oder die Bayer-Aktie oder auch in den letzten Tagen immer wieder auf der positiven Seite die Aktie Nordex. So, was haben wir diese Woche an wichtigen Terminen? Da haben wir natürlich morgen um 13.30 Uhr den Auftragseingang langlebiger Güter zum einen. Dann am Mittwoch die Beschäftigungsveränderung, den ISM-Einkaufsmanager-Index und die Rohöl-Lagerbestände noch um 15.30 Uhr. Dann am Donnerstag, das ist sicherlich ein nochmal spannender Termin, EZB veröffentlicht den Bericht zum geldpolitischen Treffen. Und dann am Donnerstag, am Freitag, wie häufig dann auch erwartet, die Arbeitslosenquote, da wird sicherlich dann auch nochmal spannend werden. So, und dann noch ein Termin in eigener Sache, und zwar nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, ein kostenloses Webinar nochmal zur Trader-Ausbildung bei uns. Also, wer sich für das Thema Trading-Ausbildung interessiert, wir machen das Ganze ja immer entweder in Kombination Seminar plus 90 Tage Nachbetreuung und auch dieses Jahr wieder einmal das Ganze komplett als Online-Ausbildung. Wie gesagt, ein kostenfreies Webinar für euch dazu dann am Dienstag, den 9. April, ich meine um 18 Uhr. Da könnt ihr euch dann gerne anmelden. Ich kann es nachher auch nochmal den Link kurz hier hineinposten. Was ist der Unterschied zwischen Präsenz und Online? Um das vielleicht gerade kurz vorwegzunehmen, nur eine Minute. Beim Präsenzveranstaltungen ist es immer so, es sind drei
Tage komplett plus 6 Webinare verteilt auf 90 Tage. Und die Online-Ausbildung, die am 14. Mai beginnt, sind eben über 3 Monate verteilt 10 Webinare, wo es eben entsprechend um das fachliche Wissen im Trading geht, aber vor allen Dingen die Nachbetreuung in der Praxis. Das heißt, welche Trades wurden gemacht von den Teilnehmern, dass wir diese dann eben entsprechend auch besprechen, die Trades, die da waren, und welche Strategien sind hier erfolgreich. Und zusätzlich gibt es natürlich noch Zugang zu weiteren Online-Kursen. Also wie gesagt, das Ganze findet statt am 9. April. Mehr Informationen findet ihr auch auf meiner Webseite. So, und dann würde ich sagen, starten wir dann auch. Achso, der nächste große Marktausblick ist nicht am, glaube ich, den ersten Montag im Mai, wenn ich das richtig habe, sondern ist erst am 13. Mai, ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig hier drauf. Vielleicht kann Nelson da gleich auch noch mal kurz nachgucken, ob das vom Datum her stimmt. Aber ich meine, es wäre der 13. Mai, ja, das nächste Mal der große. Mach ich sofort, hast du recht. Mai. Ja, ne, dass wir das nur einmal klar haben, dass es nicht der erste Montag ist, wie sonst üblich. Okay, dann starten wir mit dem S&P 500 Index. Was hat sich getan und vor allen Dingen, wie wird es in den nächsten Wochen weitergehen? Ich finde es besonders spannend. Ich muss mal gerade das hier eben runterholen. Kleinen Moment. Das schieben wir gerade auf einen anderen Monitor. Ich finde es besonders spannend, dass wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, die Börsen müssen doch jetzt fallen. Und man hat in den letzten Wochen immer mehr Crash-Propheten auch gehört und gesehen, die gesagt haben, naja, das muss ich doch jetzt mal irgendwann das Ganze ändern. Und der Markt macht aber gar nichts. Und ich weiß auch nicht, woher die Leute immer dieses Wissen holen, wann ein Markt jetzt tatsächlich massiv anfangen sollte zu fallen. Also ich bin auch dabei zu sagen, dass es viele Gründe dafür gibt, dass diese Rallye, die wir jetzt sehr lange gesehen haben, über die letzten 3 Monate hinweg, natürlich irgendwann auslaufen wird. Nur wenn ich mich die ganze Zeit immer aufgrund verschiedener Indikationen auf die Shortseite stelle, dann habe ich natürlich auch keinen Vorteil im Markt, solange der Markt nach oben läuft. Und deswegen bleibe ich einfach bei meinem markttechnischen Handelsansatz. Solange ich einen Trend habe, möchte ich diesen Trend natürlich auch möglichst nutzen. So, und das ist, glaube ich, auch am Ende des Tages das wichtige Kriterium, dass wir einfach immer schauen, dass wir tatsächlich hier, solange wir diese Trends hier haben, das Ganze entsprechend dann auch für uns natürlich nutzen. Denn nur wenn wir einen Trend haben, der nach oben läuft, macht es natürlich auch Sinn, diesen Trend zu handeln. Und warum sollte ich auf die Short-Seite wechseln, solange ich hier sehe, dass der Markt hier mehr oder weniger nahezu perfekt nach oben läuft. Auch jetzt wieder das Bild, dass wir hier aus der Korrektur heraus wieder kommen, sind wieder gerade wieder an den Hochs, und solange dieses Bild einfach so bleibt, möchte ich natürlich auch möglichst gar nichts anderes machen, als einfach nur auf der Long-Seite aktiv zu sein. Und das ist ja auch das, was wir auch innerhalb unseres Screening-Dienstes auch immer wieder zeigen, dass wir hier in erster Linie natürlich Aktien auch suchen, die auf der Long-Seite sind. Wir werden uns ja auch gleich viele verschiedene interessante Aktien anschauen, vor allen Dingen eben auch auf der Long-Seite, weil der Markt ist derzeit einfach, ist viel, viel einfacher, ist auf der Long-Seite zu agieren. Das heißt nicht, dass es nicht gute Aktien gibt, die man auch auf der Short-Seite handeln kann. Das ist auch das, was wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder mal gemacht haben, dass wir Aktien wie beispielsweise die Deutsche Bank, Thyssen, immer mal auf der Short-Seite auch hatten. Aber grundsätzlich sind das eben Einzeltitel. Die Masse der Titel, muss man ganz klar sagen, sind eben keine Titel, die auf der Short-Seite zu suchen sind, sondern eben auf der Long-Seite. Bis der Markt dann tatsächlich dreht, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Dann wollen auch wir natürlich wieder die andere Seite handeln. Aber solange das so ist, würde ich sagen, macht es einfach viel, viel mehr Sinn, dabei zu bleiben und hier tatsächlich nur Aktien in erster Linie auf der Long-Seite zu handeln. Alles andere macht meiner Meinung nach erst einmal überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir werden uns auch gleich in erster Linie halt einfach Titel anschauen auf der Long-Seite. Und wenn wir uns den Stundenchart dazu auch mal anschauen, dann sieht man einfach auch, warum es einfach so
sinnig ist es zu machen, denn wir haben auch hier einen klaren Trend, der hier sauber nach oben zeigt. Und solange dieses Bild intakt ist, naja, warum sollten wir dann anfangen, wie gesagt, auf eine andere Seite zu wechseln? Und das ist das, was ich einfach auch in den kommenden Tagen machen werde. Wir haben in dem letzten Wochenausblick, letzte Woche Montag, ja gesagt, es wird eine Konsolidierung kommen, die ist gekommen. Jetzt kommt der Markt aus der Konsolidierung hier wieder heraus. Und das ist eben der Punkt, immer darauf zu achten, okay, wenn wir neue Hochs haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer da, dass es zu einer Konsolidierung kommt. Das ist auch passiert. Und dann wieder aus der Konsolidierung heraus die stärksten Titel wieder aufzugreifen und diese dann auch zu handeln. Ähnlich stark wie der S&P ist auch der Nasdaq, der auch Ende letzten Jahres seine Tiefs hatte und seitdem eigentlich nur noch eine Richtung kennt. Wir haben eines der stärksten ersten Quartale gesehen im amerikanischen Markt seit langen Zeiten. Also von daher, es war am Anfang gar nicht so einfach zu erkennen, dass es so ein starkes Quartal wird. Warum nicht? Wenn man das hier sieht, wird man dann sagen, naja, da muss ja eigentlich jeder dabei gewesen sein hier in dieser tollen Aufwärtsbewegung. Aber es war halt am Anfang total schwer. Denn wenn ihr diese Aufwärtsbewegung nicht habt, sondern wirklich nur euch diesen Bereich hier anschaut, dann sind natürlich die meisten Anfang des Jahres gar nicht dabei gewesen, diese Aufwärtsbewegung zu initiieren, also zu erkennen. Und auch wir selber hier bei uns sind nicht von dieser starken Aufwärtsbewegung ausgegangen. Wir haben das aus zwei verschiedenen Gründen davon profitieren können. Das eine ist, dass wir natürlich saisonal gesehen Anfang des Jahres sehr gerne investieren. Und zum Zweiten haben wir halt sehr lange eine marktneutrale Strategie gefahren. Das heißt, viele Aktien auf der Long-Seite, viele Aktien auf der Short-Seite haben davon profitiert, dass Aktien eben, die ich vorhin auch schon genannt habe, eine Deutsche Bank, eine Thyssen, sehr, sehr schwach waren. Und auf der anderen Seite haben wir halt sehr, sehr starke Titel gehabt. Und dadurch haben wir es eben geschafft, auch eine sehr gute zweistellige Rendite im ersten Quartal einfahren zu können. Posts dazu haben wir auch gemacht bei Facebook, wo wir einfach den Ausdruck dann von IB genommen haben, wo wir einfach sehen können, wie die Performance dann am Ende des Tages gewesen ist, immer im direkten Vergleich auch zum S&P. Was glaube ich, wie geht's weiter? Ich bleibe dabei, solange der Trend hier intakt ist, werde ich auch weiterhin die Long-Seite spielen, auch wenn ich wie viele andere auch kein supergeiles Gefühl dabei habe, aber nichtsdestotrotz, solange der Markt halt nach oben läuft, macht es aus meiner Sicht einfach überhaupt keinen Sinn, sich dagegen zu stellen, weil erstens markttechnisch gesehen läuft der Markt nach oben. Wir haben alle Widerstände hier im amerikanischen Markt erst einmal, die relevant sind, herausgenommen. Zusätzlich spricht die Saisonalität, dafür ist ja auch ein total spannendes Thema. Man kann ja alleine sein Trading saisonal auch aufstellen. Das machen wir auch im Bereich des Investments, wo wir auch im Durchschnitt über 15% Performance mitmachen, nur alleine aufgrund der Saisonalität. Wenn man das Ganze natürlich miteinander im Trading kombiniert, macht das Ganze natürlich noch viel mehr Sinn. Ist also nichts anderes. Solange wir hier in diesem Trend bleiben, werde ich erstmal dabei bleiben und bestehende Positionen erst hier in diesem Bereich hier oben auflösen, nämlich wenn wir Richtung 7.650, 7.700 gehen. Dort werde ich Positionen, die ich jetzt auch habe, zumindest teilweise schließen, weil dann haben wir die gesamte Abwärtsbewegung, die im Herbst letzten Jahres gestartet sind, aufgearbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann erst einmal eine größere Konsolidierung sehen werden. So, wie sieht es im deutschen Markt aus? Da sieht die ganze Sache noch nicht so angenehm aus, denn da sind wir noch meilenweit von den Hochs weg. Wenn wir uns das anschauen, bis zu den Hochs hin von heute an, obwohl wir jetzt in den letzten Tagen hier auch eine schöne Rallye gesehen haben, aber da sehen wir sind halt noch 15%, sind es halt noch bis zu den Hochs. Und das ist halt anders als im amerikanischen Markt, wo wir schon relativ dicht an den Hochs sind. Das heißt also, wir sind hier wesentlich schwächer unterwegs. Wir kämpfen immer noch mit dieser wichtigen Marke, über die wir vor zwei Wochen schon gesprochen haben und auch in der letzten Woche, nämlich mit dem EMA 200. Wir sind beim ersten Mal abgeprallt, sind jetzt
die ganze letzte Woche eigentlich nur nach oben gelaufen, sieht also recht gut aus, der deutsche Markt. Ich fange auch jetzt langsam an, dann nach Aktientiteln auch auf der Long-Seite im deutschen Markt zu suchen. Den Einstieg dazu werde ich aber erst machen, wenn wir hier über die 11.900er Marke springen. Wir haben einzelne Titel, wie zum Beispiel eine Nordex bei uns im Depot. Warum? Weil wir hier nachrichtengetrieben sind, so wie wir eben immer versuchen, möglichst nachrichtengetrieben Aktien zu handeln. Aber unabhängig von Aktien, also von Nachrichtentrades, bleibe ich erstmal dabei. Der amerikanische Markt sieht hier besser aus und deswegen werde ich hier auch weiterhin im amerikanischen Markt bleiben. Und da schaue ich halt auch sehr viel auf unsere Branchenrotation. Das heißt, wir schauen immer, welche Branchen werden denn im Moment gespielt und versuche dann eben hier innerhalb der Branchen dann die Aktientitel herauszusuchen, die besonders interessant sind, um dann hier weiterhin eine gute Outperformance zu bekommen, so wie wir das im ersten Quartal auch innerhalb unseres Screening-Dienstes das gemacht haben. So, kommen wir noch zum MDAX und zum Euro-US-Dollar. Im MDAX haben wir den 200er EMA hinter uns gelassen. Wir sehen hier sehr schön, dass es hier auch einen tollen Rücklauf gegeben hat. Also das Ganze wurde hier bestätigt. Wir haben heute mit einem Gap aufgemacht und sind dann hier im Anlauf auf die 25.600er Marke. Ich denke, wenn wir die rausnehmen, haben wir hier auch wirklich viel Luft nach oben. Natürlich werden wir, wenn der DAX nicht läuft, hier im MDAX auch keine Bäume ausreißen, aber wie gesagt, der deutsche Markt kommt langsam und dann glaube ich auch, dass der MDAX hier weiter aufbauen kann. Der MDAX ist sowieso in den letzten Wochen und Monaten viel, viel besser gelaufen als der große Index. Das beobachten wir sehr häufig, dass wir gerade im Nebenwertebereich eine wesentlich bessere Performance erzielen können. Das heißt also auch da macht es Sinn, die Branchenrotation durchzuführen. Das heißt zu schauen, okay, erstmal welche Indizes laufen besonders gut. Jetzt hier der MDAX beispielsweise oder auch der SDAX in den letzten Wochen sehr, sehr stark. Und dann von dort aus, welche Branchen sind spannend und von dort aus dann in die entsprechenden Einzeltitel. Gut, dann noch die Frage, die eigentlich fast täglich bei uns im Handelsbüro landet. Wie sieht es mit dem Euro-US-Dollar aus? Meine Meinung habe ich hier dazu ja schon extremst häufig gesagt, haben auch dazu letzte Woche auch nochmal ein Webinar gemacht oder ein Video. Wir befinden uns halt seit November letzten Jahres hier in dieser Range zwischen 1,16 auf der Oberseite und 1,12 etwa auf der Unterseite. So, jetzt greifen wir wieder hier an die Tiefs an und solange wir hier nicht aus dieser Box herausgehen auf Schlusskursbasis und von dort aus einen Trend nach unten machen, bleibe ich auch dabei. Ich werde hier den Euro-US-Dollar nicht großartig anfassen. Ich bin hier auf großen Zeiteinheiten short, heißt auf Tagesbasis, aber ich werde hier keine Intraday-Trades machen, es sei denn, sie sind nachrichtengetrieben. So, und das ist aus meiner Sicht immer das, was auch spannend ist. Da macht für mich auch Forex-Handel Sinn und Spaß, wenn wir nachrichtengetriebene Trades machen, die wir Intraday machen können. Aber ansonsten, wie gesagt, innerhalb einer solchen Seitwärts-Range, die wir haben, die hier, das müssen wir uns mal hier anschauen, das sind halt gut 3%, in dem wir uns jetzt seit ja 5 Monaten befinden. Und selbst wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, also sieht es ja nicht besser aus. Dazwischen war die Box auch nicht viel größer, da war sie 4,8%, jetzt 3,5%. Auf ein Jahr gesehen haben wir hier insgesamt eine Bewegung gehabt von ja nicht mal 6%. Und wenn wir uns das jetzt mal mit Aktienmärkten vergleichen, egal ob jetzt mit Indizes, also die jetzt allein im letzten Quartal im amerikanischen Markt 15% gemacht haben, das ist halt viel, viel mehr. Und da ist es dann am Ende des Tages natürlich auch viel, viel einfacher, Geld zu verdienen, aus meiner Sicht, als sich hier aufzureiben, wenn wir hier so eine Spanne von 3,5% haben. Heißt nicht, dass man hier keine Trades machen kann, auch keine guten, also auch, natürlich kann man hier auch gute Trades machen, aber ich finde es halt, ist es wesentlich schwieriger. Und gerade wenn man am Anfang des Tradings ist, finde ich, sollte man immer schauen, dass man möglichst natürlich auch erstmal versucht, die Trades zu machen, die besonders einfach sind, damit man sehr schnell in die Profitabilität kommt. So, dann zum Schluss noch einmal, weil wir dazu heute auch noch eine Mail bekommen haben, einen Blick auf Gold. Ich habe hier mal den ETF rausgeholt, beziehungsweise den ETN auf Gold. Wir sind hier sehr, sehr stark im Gold nach oben gelaufen vom Herbst letzten Jahres.
kann man das ganz gut sehen, sind wir hier von ein Anstieg von mehr als 10%. Das ist für Gold schon sehr, sehr viel, haben jetzt dann aber im Februar, März dann auch gesehen, dass der Markt hier einfach wieder ausgeatmet hat. Wir haben im Moment keinen sauberen Trend nach oben, solange wir hier nicht wieder nach oben laufen. Das heißt, ich würde hier auch erstmal abwarten. Wir haben eine Goldposition im letzten Herbst aufgemacht im Bereich unserer Investmentstrategien. Alle die auch jetzt hier in der Gruppe mit dabei sind, die das Investmentseminar gemacht haben, die kennen die ganze diesen ganzen Mechanismus, der dahinter steckt. Wir haben hier diese gesamte Aufwärtsbewegung mitnehmen können, sind dann hier am Ende mit einem schönen Plus rausgegangen. Aber wie gesagt, im Moment, wie gesagt, würde ich hier erstmal nichts weiter machen. So, und dann würde ich sagen, schauen wir einfach vielleicht auf Einzeltitel, die für euch besonders spannend sind. Für mich immer wichtig, dass ihr am besten das Kürzel dann in den Chat schreibt. Ich werde aber erst kurz gucken, welche Fragen da sind und dann von dort aus dann in die Einzeltitel gehen. Jochen hat geschrieben, gibt es bei CapTrader auch handelbare Futures, beispielsweise auf den S&P? Und ja, gibt es NQ und auch auf den S&P ist das der entsprechende ES, Jochen. Handelst du auch Optionsstrategien, fragt Tobias. Also jein. Also ich selber handle tatsächlich relativ wenig Optionen und zwar nur dann, wenn ich die Aktie selber im Depot habe. Das heißt, ich schreibe keine nackten Optionen, sondern immer nur, wenn ich wenn ich Aktien im Depot habe oder wenn ich eine Aktie für unser Dividendendepot kaufen möchte. Das heißt, dann lege ich mich einfach ein ganzes Stück tiefer auf die Lauer und dann versuche ich dann einfach die Prämien entweder mitzunehmen oder günstig in die Aktie hineinzukommen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist der Optionshandel nicht meins. Mein Büroleiter, der Jan Kringel, der ist da recht fit drin, der macht das auch, aber ich selber ist nicht mein Metier und deswegen kann ich auch keine Fragen zu dem Thema beantworten, weil dafür bin ich einfach zu wenig in dem Thema drin. Ich habe dazu zwar schon 2 Seminare gemacht, also nicht selber gehalten, sondern ich war schon auf entsprechenden Seminaren, aber es ist nicht meins, weil ich kann das auch mit 2 Sätzen erklären, wo der Punkt liegt. Ich weiß, dass die Trefferquoten hier wesentlich höher sind als im Trading, was für viele ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Der Punkt, der für mich einfach immer ist, ist der, beim Trading weiß ich immer, wie groß mein Verlust im Durchschnitt ist. Ich sag mal, wenn ich sage, okay, mein Konto ist 10.000 Euro groß, ich möchte mit 1% Risiko arbeiten, ist das, verliere ich halt im Schnitt 100 Euro, vielleicht ein bisschen weniger, ganz selten mehr. So, wenn ich im Optionshandel bin, weiß ich, ich habe hohe Trefferquoten, 70-80%, ich kenne alles, was dafür spricht. Ich weiß aber eben auch, dass der Verlust in Einzelfällen extremst hoch sein kann, also viel, viel höher als das, was ich eben durchschnittlich an Prämie bekomme. Und wenn man damit gut umgehen kann, ist das auch perfekt, nur ich mag das halt nicht und deswegen handle ich das nicht. Aber ich weiß, dass das ein super, super Ansatz ist und muss jeder auch für sich entscheiden. Es führen viele Wege nach Rom und jeder muss für sich gucken, was da passend ist. Tobias fragt auch, führst du auch Intermarket-Analysen durch? Also ja, wir schauen uns natürlich alle großen Märkte an innerhalb unserer Morgenroutine, die wir täglich machen. Die dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Das heißt, wir schauen uns alle internationalen Indizes an, Devisenpaare. Wir schauen uns aber auch verschiedene Konstellationen an. Wie sieht es aus im Zinsmarkt? Gibt es hier Zinsdifferenzen? Wie könnte sich das auf den Aktienmarkt auswirken? Das sind alles Teile unserer Morgenroutine, die wir täglich durchgehen, aus der wir dann auch sehr gut ablesen können, wann Märkte drehen. Wir haben dazu auch im November und Dezember einige Posts in unserer Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln gemacht, wo wir gezeigt haben, wie man, wenn man eine gute Vorbereitung macht, eine gute Morgenroutine, dass man ungefähr mit einem Vorlauf von 48 Stunden sehr gut Wendepunkte im Markt erkennen kann. Ist auch Bestandteil unserer Ausbildung in der Mastermind-Gruppe, wie man das Ganze macht. Dann Matthias, wartest du erst ein neues Hoch und die anschließende Korrektur ab, bevor du Aktien im DAX long tradest? Ich gehe dazu noch mal kurz in den DAX. Gute Frage. Ja, also ich würde hier tatsächlich erst auf Long-Modus gehen, wenn wir hier über das Hoch gehen. Das hängt einfach damit zusammen, wir hatten hier einen Trend gehabt. Ich zeichne den hier auch mal kurz ein.
So, es sah also alles sehr gut aus vor 2 Wochen. Wir haben einen Schlusskurs über dem EMA 200 gehabt. Wir haben hier einen sauberen Trend gehabt, aber dieser Trend ist halt gebrochen worden. So, und solange dieser Trend jetzt nicht gebrochen ist und wir auch über den 200 sind, mache ich mir halt erstmal keine großen Gedanken darüber, ob ich hier long handeln möchte. So, das heißt, da müssen wir erstmal rübergehen. Dann schaue ich, ob mein 6-Phasen-Modell hier auch grünes Licht gibt, und erst wenn das der Fall ist, dann werde ich hier ähnlich wie im amerikanischen Markt auch mit großen Positionen einsteigen in diesen Bereich. Solange das nicht der Fall ist, werde ich das nicht machen, sondern erst in dem Markt bleiben, wo es einfach derzeit viel, viel besser aussieht. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Tobias schreibt auch nochmal, sehr aktiv, Tobias, sehr schön. Euro, US-Dollar ist schwierig im Moment. Ja, sehe ich tatsächlich so. Also was heißt im Moment? Eigentlich schon aus meiner Sicht schon über Wochen und Monate hinweg, je nachdem, in welcher Zeiteinheit ihr unterwegs seid. Wie gesagt, ich möchte da gar nicht drüber diskutieren, die Vor- und Nachteile, ob wir Euro-US-Dollar-Handel oder überhaupt Devisen. Darum geht es gar nicht. Ich mache das auch im Tag-Stunden-Handel und Intraday auch zu Nachrichten, aber dann eben wirklich nur auf Sicht von wenigen Stunden, also wirklich im Minuten-Chart rein, gucken, solange diese Dynamik nach Zahlen da ist, dann bin ich auch voll dabei. Und wenn das aber nicht der Fall ist, bin ich halt raus. Okay, dann eine Frage von Bernhard zur Aktie Nordex. Ja, Nordex hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, ist ein Wert, den wir bei uns auch im Depot haben. Ist ein nachrichtengetriebener Wert, deswegen haben wir den auch nicht im Screening-Dienst, werden aber dazu auf jeden Fall auch noch einen Post machen, wenn der Trade abgeschlossen ist, werden den allerdings erst innerhalb der Trader-Ausbildung in der kommenden Woche besprechen. Wir sind hier intraday in den Trade eingestiegen und sehen hier dann, wie stark die Aktie hier nach oben gelaufen ist. Ich kann schon so viel dazu sagen, die Position ist schon weit über 20% im Plus, seit ich eingestiegen bin in den Trade. Wie gesagt, die Besprechung zum Trade werden wir, sobald die abgeschlossen ist und auch innerhalb des Rahmens unserer Ausbildung durch ist, werden wir dazu vielleicht auch ein kurzes Video machen. Findet ihr dann unter Markttechnik erfolgreich handeln. So, dann haben wir die Frage, ob man die jetzt noch handeln kann vielleicht noch. Ja, also ich finde, die Aktie macht sich extremst gut. Wir haben auch heute wieder positive Nachrichten gehabt, genau wie letzte Woche. Und das ist eben der Vorteil von nachrichtengetriebenen Werten. Denn schaut euch an, was passiert. Also wir haben hier eine positive Nachricht auch hier nochmal gehabt. Die Aktie macht hier ein kleines Gap, läuft dann innerhalb des Tages 5% nach oben, korrigiert 2 Tage und macht halt wieder ein neues Hoch. Und das sind halt genau die Aktien, auf die ich natürlich achte, wenn es nachrichtengetrieben ist, dann natürlich solche Trades möglichst intraday zu starten oder auf Tagstunde und dann nachher am Ende des Tages den Trade dann auf Tagesbasis so weit wie es geht laufen zu lassen, um hier möglichst viel Gewinn einzufahren. So, kommen wir zur Apple-Aktie. Die darf auch eigentlich nirgendwo fehlen, auch hier natürlich jetzt nicht. Hat sich in den letzten Tagen und Wochen natürlich auch total spannend entwickelt. Hat hier von den Tiefs Anfang des Jahres sich auch recht gut wieder erholen können. Das sieht immer gar nicht so viel aus, aber am Ende des Tages ist das doch eine ganz schöne Performance, die Aktie hier gemacht hat. Was mir an Apple immer wieder gefällt, ist, wenn sie denn erstmal ins Laufen kommt, dann läuft dieser Trend halt häufig sehr, sehr sauber. Und das sieht man auch hier, die Aktie ist zwischenzeitlich über den 200er EMA angekommen, hat auch, wenn man sich das anschaut, seit Anfang des Jahres hier roundabout 35% gemacht, ist also mehr als doppelt so gut gelaufen wie der Nasdaq selber. Das heißt also, die Technologiewerte, vor allen Dingen die sogenannten Fangaktien, sind Ende letzten Jahres sehr stark verprügelt worden. Das kann man hier auch sehr schön sehen. Als der Nasdaq Ende letzten Jahres, also im letzten Quartal, halt heruntergekommen ist, hat die Aktie halt knapp 40% an Wert verloren. Das ist natürlich auch viel, viel mehr als der Nasdaq. Dadurch jetzt auch natürlich viel mehr Aufholpotenzial. Und das gilt eben für diese ganzen Fangaktien, dass die natürlich dann, wenn der Markt sich wieder erholt, dann natürlich auch besonders stark nach oben laufen.
Würde ich jetzt kurzfristig einsteigen wollen in die Aktie? Ja, eher nicht. Deswegen haben wir sie auch nicht im Screening-Dienst auf der Watchliste. Warum nicht? Wir haben hier einen sauberen Trend, ganz klar, aber Sechs-Phasen-Modell greift einfach noch nicht auf grün. Und wenn wir uns die letzten Tage hier anschauen, wir haben auch immer einen relativ guten Eröffnungskurs und dann fällt die Aktie halt ab. Das heißt, die Schlusskurse sind einfach tiefer als die Eröffnungskurse. Spricht nicht dafür, dass hier jetzt wirklich jedermann in die Aktie hinein will, sondern dass wir immer nur zur Eröffnung sehen, dass die Aktie stärker aufbaut. Sorry, meine Erkältung ist immer noch nicht ganz weg. Schauen wir, wie weit die Stimme mitmacht. Und deswegen für mich noch kein klarer Kauf. Aber wie gesagt, die Aktie ist doppelt so stark wie der Nasdaq gelaufen. Das ist Klagen auf hohem Niveau. Aber man muss sich am Ende des Tages natürlich immer für 3, 4, 5 Werte entscheiden, die man handeln möchte. Und dazu gehört sie aus meiner Sicht halt erstmal noch nicht. So, dann haben wir die Aktie BIIB. Okay, das ist ja mal ein typisches News Gap, was wir hier sehen. Aktie ist hier sehr stark runtergekommen zur Eröffnung hier 28% in der letzten Woche oder vorletzten Woche. Hat jetzt hier eine Korrektur gemacht. Und also long möchte ich die Aktie auf gar keinen Fall handeln. Möchte ich sie short handeln? Ja, finde ich grundsätzlich gar nicht. Schlecht für einen Short, aber erstmal ist die Aktie halt noch in diesem Konsolidierungsmodus nach oben. Das heißt, also wir sehen hier ja diese Bewegung, die hier nach oben gestartet ist. Und solange die auch noch intakt ist, sehe ich ja noch keinen Grund für einen Short-Trade. Grundsätzlich stellt sich natürlich sowieso immer die Frage, will man in einem Longmarkt Short-Aktien handeln? Diese Frage müsst ihr euch natürlich immer selbst beantworten, wenn 80% der Aktien nach oben laufen. Wir häufig sehen, dass die 52-Wochen-Hochs viel, viel häufiger angelaufen werden als neue 52-Wochen-Tiefs, will man dann tatsächlich die Short-Seite handeln. Aber grundsätzlich als News-Trade könnte das Sinn ergeben, gerade nach diesem Gap. Also das sind so Dinge, da muss man einfach dann auf den Handelsplan schauen, den ja hoffentlich jeder von euch hat, ob ihr gerne News Trades macht und dann setzt ihr einfach euer Handelssetup auf. Das machen wir ja auch innerhalb unserer Trader-Ausbildung, dass wir schauen, okay, welche Setups nutzen wir halt bei News Trades und dann kann das Ganze natürlich schon auch Sinn ergeben, aber eben, wie gesagt, aus meiner Sicht nur auf der Short-Seite. Dann schreibt Heidi, können wir bitte APD? Ja, schauen wir doch auch. So, gehen wir erstmal in den Tageschart. Und ja, ich würde sagen, viel besser kann eine Aktie ja erstmal gar nicht aussehen, denn die Aktie läuft extrem sauber nach oben und befindet sich oberhalb des 200er EMAs hier sehr schön zu sehen und auch eben ein wirklich extrem sauberer Trend, der sich hier ausgebildet hat. So, und das ist eigentlich genau das, was ich am Ende des Tages dann natürlich auch suche, Aktien, die einfach so sauber nach oben laufen. Und das sind dann eben auch die Titel, die man dann am Ende des Tages dann auch bei uns im Screening-Dienst findet. Und die Aktie ist auch, ich möchte jetzt nicht Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die auch im Screening-Dienst schon seit einigen Tagen und Wochen haben, weil sie einfach einen sehr, sehr starken Trend hier hat. Okay, dann die Frage von Eugen, kann man den VXXB auch bei CapTrader handeln? Und die Frage kann ich auch beantworten, weil ich den auch regelmäßig dort handle. Ja, kann man handeln als Aktien-CFD, je nachdem. Also kann man auch als direkt handeln, wenn ihr entsprechende Voraussetzungen mitbringt. Ansonsten eben entsprechend aber als CFDs, wo die Kurse auch absolut identisch sind. Sollte ich was Falsches sagen, kann Nelson ja gleich nochmal was zu sagen. Aber ist alles richtig. Natürlich auch als Option. Ne? Und dann kann man sich auch andienen lassen, wenn man die entsprechend handeln möchte. Aber war alles korrekt. Perfekt.
Ja, ich finde es auch total spannend, den Forex XP zu handeln. Was man natürlich hier braucht, ist eine vernünftige Strategie und man darf nicht vergessen, der ist sehr volatil. Also wir haben eine Strategie auf den Forex XP, die auch zur Mastermind-Seminar gehört. Die bringt weit über 40% im Jahr, im Durchschnitt knapp 50% auf dem Forex XP und zwar seit 10 Jahren beziehungsweise seit 9 Jahren, seit es dieses Produkt gibt. Das war ja früher der VXX. Also ist wirklich extremst interessant zu handeln, aber man braucht halt einen Handelsplan, weil die Volatilität in diesem Produkt ist extremst. Und schaut euch einfach mal an, sieht wirklich spannend aus. Wenn ihr mehr Infos sucht, findet ihr auf meiner Webseite unter Seminare zum Thema Volatilität und Mastermind-Seminar. So, Patrick. Ganz kurz noch, Mario. Ja. Nur damit das auch alle richtig verstehen, warum diese Einschränkung, das galt jetzt nur für Retail-Trader. Wenn man als professioneller Trader eingestuft ist, dann kann man diese auch direkt haben. Genau, und sonst als CFD oder eben Option schreiben. Patti schreibt, ich weiß, du tradest Indizes eher weniger, kennst dich jedoch mit den Bewegungen gut aus. Ich habe die aber in letzter Zeit etwas für mich entdeckt, da ich recht große gute Trefferquoten hatte. Was wäre deiner Meinung nach eine gute Stoppgröße im Stundenchart? Zum Beispiel 0,5%, weil ich da bin ich noch etwas unsicher. Also das hängt wirklich am Ende des Tages davon ab, Patti, wenn du ob du Intraday handelst oder im Stundenchart. Also wenn du im Stundenchart handelst, 0,5% ist schon, glaube ich, eine relativ gute Stop-Größe für den DAX-Future. Vielleicht auch ein bisschen größer. Wichtig ist, dass man die Stops hier nicht zu eng unter die Tiefs setzt, weil die halt doch regelmäßig angelaufen werden. Aber wenn du eine Strategie hast, mach es doch einfach markttechnisch ähnlich, wie du es vorher auch bei Aktien machst. Du bist ja wirklich sehr, sehr fit zwischenzeitlich im Trading. Und ich denke, sonst können wir uns auch noch mal in Ruhe vielleicht drüber unterhalten, wenn wir uns, ich denke, du bist, glaube ich, auch in Frankfurt mit dabei, dann auch noch mal bei Rendite Unlimited in Ruhe unterhalten, weil es so ein bisschen davon abhängt von deiner genauen Strategie. Also wie sieht dein Handelsplan im DAX aus? Peter schreibt, hallo Mario, hättest du im S&P und Nasdaq im mittelfristigen Handeltag Stunde bereits früher Positionen eröffnet oder bis jetzt gewartet, bis das Sechsphasenmodell grünes Licht gibt. Auch dafür kurzer Blick hier nochmal auf den ES. Also wir sind ja immer wieder innerhalb des Screening-Dienstes schon mit kleinen Positionen immer im Markt gewesen. Innerhalb der Aufwärtsbewegung. Wir haben ja die ganze Zeit eine marktneutrale Strategie gefahren, weil es war das, was ich vorhin schon gesagt habe, für mich hier unten erstmal gar nicht zu erkennen, dass hier der Abwärtstrend beendet ist. Denn der Abwärtstrend selber, zeige ich hier auch nochmal, der ist ja erst gebrochen worden, als wir hier jetzt auf dieses Level gekommen sind. So, das ist natürlich für Long eigentlich viel, viel zu spät. Deswegen haben wir bei uns halt entschieden, wir werden das Ganze marktneutral fahren. Das heißt, wir werden die starken Aktien long nehmen, die schwachen Aktien short. Das haben wir auch, glaube ich, hier innerhalb des großen Marktausblicks und auch wöchentlich natürlich bei mir im Wochenausblick immer wieder kommuniziert. Im Screening-Dienst haben wir es auch praktisch immer wieder umgesetzt. Einfach weil ein marktneutraler Handel hat viele, viele Vorteile mit sich bringt. Man ist in den schwachen Aktien short. Beispiel, wie gesagt, Deutsche Bank, Thyssen, die jetzt in den letzten Tagen natürlich sehr stark waren, aber bis vor 2 Wochen war das ja super zu handeln und eben in starken Titeln long. Und das waren dann eben Titel aus dem S&P und aus dem Nasdaq. Jetzt, wo wir auch nach dem Sechs-Phasen-Modell wieder long sind, werden wir natürlich hier auch verstärkt auf long gehen, haben unsere Short-Seite auch immer mehr abgebaut, auch innerhalb des Dienstes, weil jetzt natürlich auch das Sechs-Phasen-Modell greift und wir hier jetzt viel, viel einfacher auch long gehen können. Ich hoffe, wir können damit die Frage so ein bisschen beantworten, weil das ist am Ende des Tages wichtig. Also in einem reinen Long-Markt, wenn der Markt nach dem Sechs-Phasen-Modell auf Long ist, gehe ich halt gerne nur Long, denn wenn nur Short sind, auch Short. Und wenn der Markt aber so in einer neutralen Phase ist, und da waren wir ja sehr, sehr lange in dieser neutralen Phase, über viele, viele Wochen, dann gehe ich halt wirklich in starken Long und in schwachen Titeln Short.
So, Sechs-Phasen-Modell, was besagt das? Kannst du da bitte kurz das Thema kurz anreißen, fragt Susi. Ja, kann ich kurz machen. Das Sechs-Phasen-Modell baut im Endeffekt auf einen Konjunkturzyklus, den ihr ja wahrscheinlich kennt. Ich mache das hier mal so ein bisschen beiseite. Übrigens eine super spannende Frage, die eigentlich viel zu selten kommt, weil ich diesen Begriff, die Begrifflichkeit häufig nutze. Es ist ja so, dass wir, wenn wir einen Konjunkturzyklus sehen, es häufig so verläuft. Das heißt, irgendwann fängt die Wirtschaft wieder an, stark zu wachsen. Am Ende kommt dann häufig Euphorie auch in den Markt. Also, und dann irgendwann bricht das Ganze wieder ab. Zudem gibt es ja auch diese Bewegung im Aktienmarkt. Das heißt, auch Aktienmärkte fangen irgendwann an, von unten nach oben zu laufen. Dann irgendwann hier in dem oberen Bereich fangen dann plötzlich an, die Privaten auch massiv wieder in die Aktienmärkte hineinzugehen. Das ist fast immer in den oberen 15%. Dann dreht der Markt wieder nach unten weg und hier unten verkaufen dann im Regelfall wieder eher die Privaten, weil sie glauben, die Welt bricht zusammen. So. Und zu diesem Modell gibt es eben auch noch das Zinsmodell, was ähnlich aussieht, was aber die Zinsbewegungen natürlich nicht so stark sind wie im Aktienmarkt. Aber grundsätzlich verläuft das eben auch. Haben wir auch diesen Rhythmus so. Und das Sechs-Phasen-Modell baut jetzt einfach darauf, wann sind Aktienmärkte, ist an dieses Modell angelehnt, hat aber eigentlich, ist jetzt nicht, dass man sagt, wenn der Zyklus nach oben geht, das, was dann im Sechs-Phasen-Modell auch ist, sondern da schauen wir uns halt an, wie sehen die Indizes gerade aus. Und wenn wir in einem Abwärtsbereich sind, zeigt das mal hier im Bereich des Nasdaqs, dann kann man das vielleicht ganz gut sehen. Ich nehme das mal hier raus, damit man sich auch nicht verwirrt ist. So, wenn wir uns mal den Nasdaq hier langfristig anschauen, dann sieht man einfach, dass wir hier einfach eine Phase haben, in der wir nach dem Sechs-Phasen-Modell die meiste Zeit long gewesen sind. Warum? Der Markt ist halt extrem stark gestiegen und dann wollen wir natürlich möglichst auch auf der Long-Seite aktiv sein. Auf der anderen Seite sind wir hier in dem Bereich natürlich die meiste Zeit short gewesen, weil das Sechs-Phasen-Modell uns in dieser Zeit einfach sagt, okay, hier müssen wir short sein. Und dann suchen wir einfach Aktien aus, die auch nach dem Sechs-Phasen-Modell entweder auf der Long- oder Short-Seite besonders stark sind. Das ist so der Grundgedanke. Also so wie man es aus der Konjunktur heraus kennt, so gibt es das auch im Aktienbereich und im Indexbereich. Das heißt, wir schauen auf die Indizes, auf die Aktien, setzen dort dieses Modell auf, was sehr klar definiert ist, wann man was machen kann. Und was eben zu sehr, sehr guten Trefferquoten führt, weil man eben in starken Long-Märkten Long ist und auch nur Long und nicht Short und in sehr, sehr schwachen Märkten eben entsprechend auf der Short-Seite aktiv ist. Ist auch Teil unserer Trader-Ausbildung. Da gehen wir dann auch sehr speziell in der Tiefe darauf ein, wann man was hat. Hoffe, konnte die Frage damit auch beantworten. René schreibt, ich finde beim Screening immer viel zu viele Werte. Kannst du genauer erklären, woran du dich orientierst? René, das passiert tatsächlich so, das haben wir in jedem, es geht nicht nur dir so, das geht wirklich Hunderten von Tradern so. Das haben wir auch, wenn wir innerhalb unserer Trader-Seminare, wir hatten ja vor 4 Wochen eins in Frankfurt gehabt, ist auch immer das Ziel, wir wollen 10 Werte finden, insgesamt aus dem Nasdaq und S&P. Und alleine, wenn wir den Nasdaq durch haben, haben wir schon 25 oder 30. Und kommt erst der S&P hinten dran. Beim letzten Mal war es besser gewesen. Da haben wir eine sehr, sehr starke Gruppe gehabt. Da war es nicht ganz so ausufernd gewesen. Da habe ich mich total darüber gefreut. Trotzdem hatten wir viel mehr Werte gefunden. Also ähnlich wie bei dir. Ja, am Ende hilft eigentlich nur eins, wenn du die Werte gefunden hast, weiter screenen. Und zwar die, die übrig geblieben sind. Und zwar so, dass hinterher nur 10 Werte überbleiben. Und zwar die 10 besten von denen, die du ausgesucht hast. Die, die nach deinen Kriterien am besten aussehen. Das ist das. News sind natürlich auch immer, aber das ist im Screening-Prozess bei mir erstmal nicht unbedingt wichtig, weil ich schaue dann erst im zweiten Prozess auf News, weil die würde ich auch handeln, Aktien-News, wenn der Chart nicht passend ist nach dem Sechs-Phasen-Modell. Aber grundsätzlich hilft hier wirklich eine klare Definition dessen, wonach du suchst. Und wenn du hinten raus, wenn du ein S&P anschaust, 50 Werte findest, dann hast du im Screening-Prozess einfach ja viel zu ungenau gearbeitet. Das heißt, du lässt zu viele Kriterien zu. Und das ist natürlich nicht gut. Das heißt,
Da muss dann wirklich ganz genau geguckt werden und du musst es einfach weiter einschränken. Und es wäre jetzt ein bisschen unfair denen gegenüber, die aus dem Seminar kommen, jetzt die genauen Kriterien zu nennen, die ich für mich nutze. Die haben wir zum Teil, nutzen wir die auch im Screening-Dienst, aber eben die 6-Phasen-Modell hilft halt massiv. Und wie gesagt, du musst es halt möglichst eng einschränken. Und das ist auch das, was wir immer wieder machen, bis wir wirklich tatsächlich nur noch 10 Werte haben und dann wirklich die am schönsten, wirklich am absolut besten aussehendsten Aktien. Wir hatten ja zum Thema ja schon mal ein Webinar. Da hast du ja auch schon hier und da was verraten. Und deswegen habe ich den Link zur Aufzeichnung auch an alle nochmal gesendet. Ja, das ist super nett, weil das ist, da kann man immer wieder auch Teile von mitnehmen. Wie gesagt, das 6-Phasen-Modell selber haben wir noch nie offen gezeigt. Das werden wir auch nicht machen, weil es eben Teil unserer Ausbildung ist. Aber man kann wirklich viele Dinge aus solchen Webinaren halt immer wieder mitnehmen, weil es total spannend ist. Wer mehr Infos dazu auch haben möchte, ich kopiere das mal gerade, dann setze ich das, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wenn ich einen Link reinsetzen möchte, muss ich, wie mache ich das am besten, einfach irgendwo drauf gehen, so, und dann kann ich es, glaube ich, hier reinkopieren. Ich mache das immer so selten. So, da findet ihr auch die Informationen nochmal zu dem Trader-Webinar, was wir machen. Da werden wir dann auch nochmal auf das Thema eingehen. So, dann haben wir, welche Aktien findest du besser, CDNS oder Klack? Okay, schauen wir uns beide an. CDNS und KLAC. So, dann schauen wir mal. Also, zunächst einmal, wenn ich so die Einstellung habe, sehe ich erstmal, dass wir hier natürlich einen massiven Widerstand haben, den die Aktie bisher erstmal nicht wirklich rausnehmen konnte. Das würde für mich erstmal dafür sprechen, wenn die Aktie schafft, diesen Widerstand rauszunehmen, dass ich die Aktie auf jeden Fall haben möchte. Solange das aber nicht der Fall ist, lieber erstmal nicht. Oder umgekehrt, hier würde ich halt sagen, wenn die Aktie die nächste Konsolidierungsrunde gemacht hat, guter Technologietitel, der sauber in einem Trend ist, also sobald die Aktie ein bisschen korrigiert, gar nicht so tief, wie ich hier gemacht habe, sondern Korrektur und dann, also ich würde auf jeden Fall erstmal die Aktie CDNS und wie gesagt, wenn die Korrektur bei der Aktie KLAC ausgestanden ist, dann finde ich die auch total spannend. Dann auf der Long-Seite, man hätte die Aktie schon viel früher nehmen können, also man hätte die Aufwärtsbewegung hier schon mitnehmen können, nur jetzt im Moment würde ich die Aktie halt nicht nehmen, weil sie eben gerade am Widerstandsbereich ist und da sieht man auch, hier dann steigen halt wirklich an den Hochs halt auch gerne größere Adressen aus und dann muss ich mich da nicht drinne rumtummeln. Eugen fragt, kannst du was zu FAST sagen? Auch das können wir gerne machen. Aktie läuft auch recht gut, wie wir sehen. Also Aktie hat hier einen sauberen Aufwärtstrend. Schwankt allerdings recht stark oder ist recht stark geschwankt, bis sie hier das Hoch rausgenommen hat. So, und nachdem das Hoch rausgenommen wurde, hier seht ihr schon einen Strich hier runter, die Aktie ist auch bei uns im Screening-Dienst auf der Watchliste. Und alles, was auf der Watchliste ist, wird dann halt, wenn das Kaufsignal da ist, natürlich dann auch umgesetzt. Der Trade ganz klar neue Hochs gemacht, hier alles rausgenommen, kurzer Rücklauf und dann ging die Aktie nach oben und deswegen auch ein klarer Kandidat für mich. Jetzt ist die Aktie natürlich schon wieder weit in der Bewegung, das heißt, hier brauche ich erst wieder eine Konsolidierung, aber grundsätzlich, wer da schon drin ist, perfekt, dann im Prinzip nur noch die Trends nutzen, solange die Aktie läuft und dabei bleiben und das Geld einfach laufen lassen. Welche Sektoren und Branchen tradest du gegenwärtig? Wir haben gerade heute im Wochenausblick, müssen wir gerade überlegen, welche Sektoren das waren. Also wir hatten in den letzten Wochen sehr viel Technologie drin gehabt bei uns. Im Moment ist aber auch Konsum recht stark und das sind auch eben Bereiche, eben auch Services, so wie hier, die wir halt nutzen. Und das sieht man halt, ihr braucht eigentlich nur die Charts durchzugehen, dann seht ihr eigentlich immer,
welche Bereiche halt wirklich extremst gut laufen. Wie gesagt, wir machen das im Rahmen unserer Branchenrotation regelmäßig, machen das auch, zeigen das dann auch immer innerhalb des Webinars oder beziehungsweise des Videos zum Wochenausblick. Innerhalb des Screening-Dienstes zeigen wir halt auch immer, welche Branchen gerade besonders gut laufen, warum wir eben entsprechende Aktien rausnehmen. Vielleicht dazu, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr hier auf meiner Website www.lüttemann-coaching.de den Screening-Dienst auch für 1 € testen. Braucht ihr nur auf 1 € gehen und dann Screening-Dienst. Dann könnt ihr das Ganze 4 Wochen testen und wenn ihr es nicht möchtet, dann kündigt ihr einfach. Ansonsten geht es anschließend in ein monatlich kündbares Abo über. Da findet ihr, wie gesagt, dann auch immer regelmäßig den Ausblick, welche Titel für uns interessant sind, welche handeln wir hier bei uns und welche Sektoren sind auch immer spannend, sodass man auch möglichst schnell dann in dieses Trading auch hineinkommt. So, das haben wir noch. Jetzt gucke ich gerade, ob wir noch eine Frage gehabt zu einer Aktie oder habe ich da was übersehen? Ja, da war noch eine Frage zu MELI. MELI. Okay. Genau. Ah, genau. Perfekt. Ist auch ein Titel aus unserem Screening-Dienst. Warum? Weil die Aktie halt besonders stark ist. Hat auch heute wieder ein neues Jahreshoch markiert. Also wir hatten alleine bei uns aus dem Screening-Dienst 6 Titel am Freitag gehabt, die neue Jahreshochs markiert haben. Jetzt die Aktie auch wieder dazugekommen, auch neues Jahreshoch. Es sind einfach trendstarke Titel. Auch wieder schaut hier, welcher Bereich, Services, haben wir gerade drüber gesprochen, extrem stark. Die Kunst ist bei der Branchenrotation nicht drauf zu schauen, welche Branche ist im Moment die stärkste der letzten 4 Wochen, sondern die Kunst besteht darin, frühzeitig zu erkennen, eine Branche, die im mittleren oder im hinteren Drittel ist, welche jetzt nach vorne strebt. Weil ansonsten seid ihr nachher die Letzten in der Kette. Das heißt, wir sind auch hier schon wieder, seht ihr hier, als der Wert oberhalb von 450 gesprungen ist, reingegangen. Das heißt, wir sind ja auch hier schon wieder eher 12-15%. Das ist schon her, als die Empfehlung dafür gekommen ist. Das heißt, wir springen nicht erst im Nachgang hinten drauf, sondern versuchen möglichst früh zu analysieren, welche Titel hier besonders spannend sein können und welche Branchen. Und das ist am Ende des Tages ja auch der entscheidende Faktor im Trading. Das heißt, man muss wissen, welche Titel können loslaufen, dann braucht man natürlich einen Handelsansatz und das machen wir natürlich markttechnisch. Das heißt, wer den Screening-Dienst nutzt, muss natürlich auch einen markttechnischen Handelsansatz im Idealfall verfolgen, weil das ist ja das, was wir auch für uns nutzen. Und dann schafft man es eben relativ gut, hier sehr schöne Performances auch zu generieren. Okay. Habt ihr weitere Fragen zu Einzeltiteln oder allgemeiner Natur? 5 Minuten haben wir noch, also von daher. Ja, da sind tatsächlich noch ein paar Symbole aufgetaucht. IRBT. IRBT. Ach, jetzt weiß ich auch, ich habe das nicht nach unten runtergescrollt. Die Liste war so lang mit Fragen. Bei mir war nämlich dann plötzlich Schluss, welche Sektoren von Andreas und habe das andere gar nicht gesehen, sorry. Ja, Aktie ist auch sehr gut gelaufen im Prinzip bis Ende Februar. Seitdem ist die Aktie in der Konsolidierung. Kann man hier ja sehr schön sehen, dass sich hier so ein Konsolidierungstrend gebildet hat, so und ja, also grundsätzlich Aktie positiv, aber wie so häufig, gehört halt nicht zu den Top 5 bis 10 Werten, die ich im Moment handeln möchte, denn die Aktie ist halt in der Konsolidierung und solange das der Fall ist, sehe ich für mich halt erstmal keinen Grund dafür, die Aktie auf die Watchlist zu nehmen, denn wenn ihr zu viele Titel draufnimmt und das ist ja auch der Punkt gewesen, den glaube ich René vorhin mal angesprochen hatte, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf gehabt, dann wird eure Watchliste ellenlang und ich sage ja immer, normalerweise braucht man, wenn man so im Tag-Stunden-Handel ist, ich sag mal maximal 30 Minuten am Tag oder vielleicht 60, weil man macht einmal in der Woche sein Screening. Das dauert dann vielleicht 2-3 Stunden, am Anfang vielleicht auch 1 Stunde mehr. Und dann braucht man am Tag eigentlich nur noch einmal kurz drauf gucken, guckt sich die 5 bis 10 Werte an, die man hat.
Und das sind dann vielleicht noch 15 Minuten Zeitaufwand plus dann eben die Order einzugeben. Das heißt, man ist damit wirklich extrem schnell durch. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch die ideale Zeiteinheit, wo der Nutzen zurzeit eben extrem gut ist. Ne? Man braucht wirklich maximal durchschnittlich eine Stunde Zeitaufwand pro Tag, kann gute, hohe zweistellige Renditen erzielen. Das ist ja im Prinzip das, die Renditen auch, die wir machen, ja immer auch ohne Hebel, sondern weil es ja Direktinvestments sind. Und da glaube ich, ist das Chance-Risiko-Verhältnis für die meisten Trader halt am besten. Wir werden dazu auch noch ein paar Posts in den nächsten Wochen machen, auch von Kunden, die die letzten Seminare auch bei uns besucht haben. Wir werden auch einen Podcast starten im nächsten Monat, wo wir diese Teilnehmer auch interviewen. Wie sieht es nach einem Jahr oder anderthalb Jahren aus? Weil es ja auch immer spannend ist, wie viele Leute sind denn hinterher am Ende des Tages wirklich erfolgreich, wie viele kommen voran. Manche schreiben uns auch, Patti hat letztens auch noch mal wieder einen schönen Artikel geschrieben, fand ich auch wieder sehr nett. Also das ist wirklich immer ganz schön dann zu sehen, okay, und das ist aber wichtig, dass ihr wirklich darauf achtet, wirklich nur starke Titel zu handeln und nicht die, die in Konsolidierungen sind. Okay, dann warte, gucken, das ist sehr interessant, machst du gut, okay. Lars schreibt, hallo Mario, das Webinar ist wieder sehr interessant und du machst gute Erklärungen, muss aber leider schon los. Ja, das ist manchmal so, Lars, Aufzeichnung gibt es aber ja von CapTrader und FX Flat morgen auch wieder. Also wenn ich jetzt morgen sage, hoffe ich, dass es morgen klappt, ansonsten spätestens am Mittwoch. Ihr seid ja immer recht schnell mit dem Konvertieren, da freuen wir uns auch immer, wir verlinken das ja auch bei uns dann immer. Ihr gebt unser Bestes. Ihr gebt euer Bestes, wie immer, genau wie wir auch. Und dann klappt das auch, dass ihr dann immer die Aufzeichnung natürlich noch schauen könnt. Wo ich Charts der Sektoren für den deutschen Markt finde, fragt Peter. Also wir nehmen immer die Sektoren aus dem amerikanischen Markt, weil der deutsche Markt einfach viel zu wenig Aktien im Verhältnis zum US-Markt hat und übertragen das 1:1. So, dann fragt Christian noch, könnte ich auf Stunde AGCO handeln? Also handeln kannst du die auf jeden Fall, ob das markttechnisch gut ist, ist eine andere Sache, weil, wie gesagt, ob du das handeln kannst, das dürfen wir gar nicht beantworten, weil das ist, was Nelson schon gesagt hat, wir dürfen ja gar keine Empfehlung geben, das machen wir auch gar nicht, sondern gucken uns nur die Charts an. Ja, und die Aktie ist halt in einem sauberen Aufwärtstrend. Sieht man immer daran, dass man steigende Hochs und steigende Tiefs hat. Das ist ja eigentlich das, was immer wichtig ist. So, die Aktie geht hoch und du hast hier steigende Hochpunkte. Am Ende des Tages geht es immer darum, findest du eine Aktie, die stärker performt, also die stärker hier nach oben läuft oder nicht? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Wenn du sagst, ja, das ist das Stärkste, was ich bis jetzt gefunden habe, dann machst du auf jeden Fall mit der Aktie nichts verkehrt. So, dann hast du noch nach einem anderen Wert gefragt. ECL, gucken wir auch noch gerade drauf. So, und hier sind wir auch in einem sauberen Trend, ganz klar. Und hier gilt am Ende des Tages dasselbe, wie ich gerade bei der Aktie davor gesagt habe. Die Aktie ist in einem sauberen Trend, sieht auch gut aus. Was mich persönlich stören würde, wäre hier diese Kerze hier. Würde mich nicht dazu einladen, hier die Aktie long zu nehmen. Aber es ist, wie gesagt, auch immer nur meine Einzelmeinung, wie alles, was wir hier besprochen haben, ja immer nur meine Meinung darstellt und ihr müsst natürlich am Ende des Tages selbst beurteilen, was für euch wichtig ist. Ich kann nur sagen, dass so mit diesem Ansatz, mit dem wir hier halt schon seit über 10 Jahren unterwegs sind, recht hohe Trefferquoten von über 50% durchschnittlich im Aktienmarkt haben. Gerade bei Tagstunde funktioniert das halt extremst gut. So, jetzt habe ich noch eine Aktie gefunden hier, damit ihr auch noch gerade drauf eingehen. Da muss ich auch zum Ende kommen, weil ich gleich noch einen Coaching-Termin habe, CHTR. So, und hier ist ja ganz gut zu erkennen, Aktie ist auch sauber in einem Trend. Solange hier dieses alte Tief nicht herausgenommen wurde, bei ungefähr 335, 340, sieht das auch alles gut aus. Die Konsolidierung, die jetzt seit 5, 6, 7 Tagen am Laufen ist, ist natürlich schon ziemlich ausgeprägt, weil wir jeden Tag fallende Kurse sehen. Tageseröffnung zum Tagesschlusskurs wird mich jetzt nicht unbedingt motivieren, in die Aktie einsteigen zu wollen, aber grundsätzlich ist der Trend natürlich in Ordnung. Das heißt, man kann es auf die Watchlist setzen, wenn man eine große Watchlist haben möchte. Wenn nicht, ich würde es halt nicht machen. Okay.
Dann bevorzugst du lieber Aktien, die im Preis oder in der Zeit korrigieren, fragt Peter. Ja, da gehen die, sind auch tatsächlich die Meinungen gehen da sehr, sehr stark auseinander. Ich bin ein Händler, der sehr, sehr gerne im Preiskorrekturen sieht, solange diese Preiskorrekturen nicht größer als 25% der Aufwärtsbewegung sind. Also das heißt, ich liebe Korrekturen eigentlich eher in der Zeit, die nicht zu weit im Preis zurückgehen. Ganz klar. Also hier sowas wie hier diese Aktie hier, ist mir die Korrektur viel, viel, viel zu groß im Verhältnis zur Aufwärtsbewegung. Udo schreibt, wieder tolles Webinar, bis nächste Woche. Udo, ich freue mich riesig, dass du nächste Woche hier bei uns wieder im Büro bist. Freue mich total auf den Austausch mit dir und vor allen Dingen Udo ist schon sehr, sehr lange auch dabei, hat auch die Jahresausbildung bei uns gemacht und arbeitet sehr hart mit an einem neuen Projekt für ein neues Produkt für euch. Und da freue ich mich, dass du nächste Woche auch wieder bei uns dabei bist. Vielen Dank auch Jochen. Danke, wieder super Webinar. Super. Ja, dann sind wir, glaube ich, ziemlich pünktlich, 19 Uhr. Bedanke mich wieder bei euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr mit da sein möchtet bei unserem Webinar nächste Woche, 9. April, Informationen findet ihr auf meiner Webseite. Würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten euch eine tolle Handelswoche, vor allen Dingen viel, viel, viel Erfolg an den Märkten. Wie gesagt, viel, viel besser kann die Marktsituation jetzt gar nicht aussehen. Ich habe letzte Woche auch schon eine Frage zu dem Thema gehabt, das sage ich auch hier gerne wieder. Also wer jetzt in der derzeitigen Situation, auch in den letzten 4 Wochen, sich schwer getan hat, Geld zu verdienen, sollte sich nochmal überlegen, wo vielleicht das Problem ist und vielleicht nochmal jemand anders draufschauen lassen, wo vielleicht die Problematik liegt, weil im Moment haben wir wirklich eine der schönsten Welten. Und ich hoffe, Nelson, siehst du das ähnlich? Also mehr als dass ein Markt 15% steigt in einem Quartal. Also viel besser haben wir es, glaube ich, noch nicht gesehen im Aktienmarkt. Das stimmt. Ich bedanke mich auch bei dir, Mario. War so schnell, ist wieder eine Stunde vorbei. War wieder sehr spannend. Und hat mich auch sehr gefreut, dass die Teilnehmer auch aktiv hier Fragen gestellt haben. So macht es auch, glaube ich, für dich auch mehr Spaß. Auf jeden Fall. Und ich wünsche Ihnen allen und dir natürlich auch, Mario, noch einen schönen Abend. Ist ja super Wetter, zumindest hier in Ratingen. Genießen Sie es noch. Und Mario hat es am Anfang gesagt, nächster Termin 13.05. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, sodass wir alles noch nachbearbeiten können. Mario, dir wünsche ich ja noch weiterhin gute Besserung, dass du endlich mal gesund wirst, hundertprozentig. Und ja, von meiner Seite dann schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Ja, wünsche ich auch allen und ja, wahrscheinlich ist es auch tatsächlich ein bisschen Allergie jetzt mit dem Heuschnupfen. Wer weiß das immer schon so genau? Da reagiere ich auch ein bisschen drauf. Einen Tipp vielleicht noch für alle, die morgen noch nichts vorhaben. Ich bin morgen in Hannover beim VTAD Vortrag kleines Konto Großtraden. Wer da noch Interesse hat, kann sich da glaube ich auch noch anmelden beim VTAD in Hannover. Ich habe jetzt den Link nicht parat, aber da könnt ihr ja auch sonst noch mal googeln, wenn ihr möchtet. Ansonsten, wie gesagt, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.